Und moin moin zur neuen Folge Raus aus der Ero-Hölle. Heute spiele ich wieder mal den guten Ramos in the Jungle. Und ja, klar, wieder Ranked, ne? Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht jede Folge aufnehme, die jetzt rauskommt. Weil ich will es noch unbedingt schaffen, vor neuer Season in Gold zu kommen. Bin jetzt momentan in Silver 3. Ihr erinnert euch, wo ich angefangen habe, war ich in Silver 5. Und jetzt gebe ich zuerst ein bisschen Gas mit den Spielen und habe jetzt ein bisschen Pech gehabt, weil ich habe mich erstmal auch hochgespielt in der dritten Silver League. War eigentlich ganz kurz vor den drei Matches gestanden zum Aufstieg zu Silver 2. Aber danach habe ich nur noch verloren, weil entweder jemand AFK gegangen ist oder weil wieder zwei Rager drin waren. Und ja, jetzt spiele ich wirklich nur noch die Sachen, die ich auch zu 100% beherrsche. Ramos, Malzahar, Brand, Swain, sowas halt, ne? Jetzt gucken wir mal, weil ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert, hat auf ein paar Runden, wo ich ein paar Champs, die ich normalerweise nicht im Ranked-Spiel genommen habe, die ich zwar so gerne spiele, aber nicht im Ranked. Da lief es teilweise gut, aber dann war die Gruppe einfach zu schlecht oder zu, ja, keine Ahnung. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier schaffen. Ramos ist ja ein recht, recht lustiger Champ. Und ich werde wieder so hardcore ganken, wie es in dem letzten Video getan hat mit Ramos. Sprich Blue und dann gleich Hardcore. So. Oh, jetzt habe ich den Spot nicht genommen. Das war jetzt schlecht. Was? Nein. Der geht ernsthaft in ein Ranked auf dem Desktop. Okay, dann helfe ich lieber den Ryze, weil der Ryze ist recht squishy. Was bin ich denn so langsam, Mensch? Das bin ich ja gar nicht gewohnt von meinem Alten hier. Ja, ich mich, da läuft es gerade nicht so flüssig. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Dann jungeln wir mal weiter. Mir fehlt halt einfach mein E. Das merke ich jetzt. Das ist nicht so gut. Der schlafende Arschkopf da. Eieieiei. Das will ja noch was, wenn wir mit einem Wukong hier rumhantieren, der hier auf dem Desktop rumgammelt. Gut.
Gut, ich versuche es noch einmal. Ja, super, jetzt hat er da gewordet. Kein Flash mehr, das ist gut. Oh, 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 oh. Mhm. Kommt die her? Ne, die kommt nicht her. Blöd. Wo ist der Stun? Wo ist der Stun? Kein Stun, okay. Was ist denn los mit dir? Gib mir ja nicht hier. Roll, 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 roll. Ich spiele jetzt allerdings auch Rammes mit einem neuen Bild. Dass ich vorher ein bisschen anders hatte. Wollte ich es einfach mal ausprobieren. In einem Ranked, ja. Ich wollte das in einem Ranked ausprobieren. Nein, ich spiele es einfach jetzt ein bisschen tankier. Als normal. Eieieiei. Nicht wundern wegen meiner Bauweise. Ich will. Am Anfang will ich recht mobil sein. Und mit der Zeit werde ich einfach tankier. Ich habe das Gefühl, Wukong wird's verhauen, aber gut. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Was willst du denn von mir? Knappes Ding. Eieieiei. Okay, da hat er gewordet, das habe ich gesehen. Schauen wir mal bei den anderen, wie es da ausschaut. Okay. Ich werde gleich nochmal backgehen, nicht, dass ihr euch gleich wundert. Weil ich will jetzt meine super Mobilität haben, dass ich so schnell wie möglich auf allen Lanes bin. Wo ist denn schon einer zweimal gestorben? Oh, wo komm ich? Ich hab's. Ja, stimmt, er hat zweimal gestorben. Das ist richtig. Das habe ich jetzt gar nicht mehr bedacht, dass ich hier mit ihm gekämpft habe. Geh doch nicht rein, Mensch. Ups. Hab ich ja gerade erst gemacht.
Eieieiei. So, jetzt geht das Rollen los. Oh, Brent ist tot. Sehr schön. Komm schon. Jetzt hat sie es auch geschnellt, diese Rake. Ja, da hat die Soraka eins Assist bekommen. Dass ich jetzt schon wieder weg muss. Nee, so hätte ich ja nicht gedacht. Oh, der Ramos, der Rice, der ist ja oben ganz schön gut, ne? Ah, Bot ruled auch. So wünsche ich mir das. Okay, dann hau ich halt ab. Also wirklich. Was ist das für eine... Alter, und kein Miss. Jetzt machen die Wards kaputt. Vier Tode. Drei Tode davon Wu. Super. Soraka. Oh, der ist nicht mehr da. Bot braucht Hilfe. Vorsichtig. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der Wukong geht mir so auf die Eier. Ohne Witz. Wenn schon einer auf Desktop geht.
dem Weg. Der geht mir so tierisch auf die Eier. So was Unfähiges. Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Ah, blöd. Jetzt wollte ich Blue klauen. Milchreis, Milchreis! Der Kackerkopf, du. Okay, das war jetzt schlecht. Der Wukong ist so ein Lappenkopf, ohne Witz. Alter. 1000 Leute müssen pingen, damit er sich seinen Arsch bewegt. Das war noch nicht fighten, ich will nur mein Camp machen. Ja, ohne Witz, der geht mir so auf die Eier. Ständig muss man babysitten. Thank you.
Alter. Voll Angst und so. Was machen die denn? Was ist denn das? Ich hab keinen Bock, schon wieder in die Elo 4 zu kommen. Silver Elo 4, das geht ja gar nicht hier. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Einen Win bräuchte ich jetzt. Aber zum Glück hat nur Brand die Kills. Der Rest nicht. Ich gehe jetzt mal schnell top, ich brauche Farm. Sonst kommen wir hier nicht voran. Ah, nein, 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 weiter. Ich wollte gucken, was... Das ist jetzt noch wichtig für mich. Ich brauche aber noch das auch noch. So, was ist jetzt wichtiger? 900, da brauche ich jetzt 1900. Super schön. Brand ist tot. Ich kann den Tower oben in Ruhe machen. Ja, einigermaßen in Ruhe. Wenn der Tower selbst nicht wäre. User joined your channel. Ja, wieder das alte Passwort. Ha, Tim. Hi. Hi. Bist mitten in der Aufnahme. Mitten in der Aufnahme? Ja. Oh, ich bin dann wieder draußen. Nee, ne? Passt schon. Wie? Ich spiel grad LOL. Ah, okay. Daran hätte ich eigentlich denken müssen. Soll ich mein Assi sein? Was denn? Soll ich mal so ein richtiger Assi sein? Nein. Okay. Wieso, was sollst du machen? Oh, nix, bisschen Werbung, wa? Achso, für deinen Kanal. Nein, mach ich nicht. Nicht? Weißt du was, jetzt kann ich... Nee, ich will nicht so einer sein. Weißt du was, jetzt kann ich endlich in Ruhe sterben. Immer wenn ich meine... Wenn ich meinen Computer anmache, ist ja meine Maus, ne? Kann man ja DP einstellen. Da gibt's so einen Punkt, das ist der Mitte, und da gibt's auch einen Punkt, der... Was weiß ich, das ist ganz komisch, ne? Aber es ist halt, diese Punkte gerechnet. Und wenn der Punkt ganz unten ist, dann ist es langsam. In der Mitte ist es, na, geht. Und oben ist es dann schnell, ne? Aha. Und immer wenn ich meinen Computer anmache, zeigt das auf Mittel. Aber ich will es immer schnell haben. Und heute mache ich meinen Computer an und meine Maus, ja? Die zeigt gleich auf schnell. Ist doch gut. Ja, jetzt kann ich endlich in Ruhe sterben. Ich hab's geschafft. Das war mein Lebenshighlight. Dein Lebenshighlight? Ja. Endlich. Jetzt hast du es geschafft, jetzt kannst du wirklich in Ruhe sterben. Ja. Du hast echt... Jetzt hast du den Vogel abgeschossen, mein Freund. Ich sag's dir. Ja. Alter. So ein Kack-Team, ohne Witz. Mit wem spielst du denn? Ah, ich spiel grad mit so ein paar Randoms und Ranked und... Und wir haben einen Wukong, der übelst kacke ist und ja. Der hat am Anfang den Gegner schon Brand gefeedet ohne Ende. Also, dass du mit Warwick ganz gut spielen kannst. Ja. Warwick ist aber nicht so mein Ding, überhaupt nicht. Ich jungle lieber mit Rammus. Zwar schon Rammus sagen, Rammus. Okay. Ninja Rammus. Wahrscheinlich spiele ich nur gerne, weil er Ninja ist. Ninja. Voll geil lässt sich auch Olaf spielen. Alter. Jetzt check ich erst den Witz dahinter. Super Ninja Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtle. So, wer bin ich denn? Michelangelo? Mario? Nee. Raffaello? Mhm. Du bist dieser, wie heißt der? Der mit dem Stab in der Hand. Nein! Ich bin nicht der Meister. Verdammt. Ich bin doch keine Ratte, ich bin
ein Panzertier. Dann bist du eben dieser Dumme da, dieser Orangene da mit dem orangen Band. Ich bin eher der mit dem Hirn im Bauch. Ja, oder der? Es ist ja der Orangene. Es ist der Orangene? Ja. Ja. Oder ist es nicht mit ein... Nee, warte mal. Kurz googeln. Google? Dr. Google. Googeln. Namen der Teenage Ninja. Ich nehme jetzt die Abkürzung. TMNT. Ist das die offizielle Abkürzung? Oder eine erfundene von dir? Nee, TMNT ist die offizielle Abkürzung. Oh, Mitte geht's ab. Ich gleich. Ich bin gar nicht den Namen dazu da. Ah, hier, warte mal. Leonardo ist der Blaue. Raphael ist der Rote. Michelangelo ist der Orangene. Donatello ist der, mit dem Stock in der Hand und Splinter ist die kleine Ratte. Donatelli? Das ist doch der Typ, der Strunz spielen wie Flasche leer. Ich habe fertig. Ja. War das nicht der? Passt. Der war beim Ninja Super Ninja Turtles dabei. Das ist ja cool. Donatello ist der lilane. Achso, ja, das wusste ich. Nicht blau, wegen Flasche leer und so. Der blaue ist Leonardo. Okay. Ich verstehe. Bin der mit den Nunchakos, also Michelangelo. Der ist cool. Weil er Nunchakos hat? Ja. Nunchakos sind so egal. Wusstest du, dass es in Teenage Mutant Ninja Turtles auch irgendwie ein Mädchen gibt? Also ein weiblichen Turtle? Weibliches. Nee. Ja, auch nicht. Aber es stimmt so. Was? Da gibt's doch bloß dieses eine Mädel, in die sich einer von denen verliebt, von den Turtles und. Es gibt noch einen weiblichen Turtle, warte mal. Weiblicher Turtle, warte. Der war aber, glaube ich, noch nicht. Der war nur einmal oder noch nicht einmal dabei? Nee, war noch nicht mal dabei. Ganz gut. Er war aber geplant, aber nie eingesetzt. Ja? Gucken, ob der angezeigt wird. Weiblicher Turtle. Ja, da hat irgendwo war mal so ein Bericht dabei, dass es einen geben sollte. Ja, Liebesszene und so und alle vier Brüder prügeln sich um eine. Dann kommt es zum Showdown. Das ist doch jetzt schon so. Bei den normalen Mädchen. Ja, nee, irgendwie nicht. Wenn man jetzt sich die neuen anguckt, also die neue Fassung von den Ninja Turtles, dann ist es ja so, dass sich bloß einer von denen in die verliebt und der Rest so, bist du bekloppt? Lief ja jetzt eine Zeit lang auf Nickelodeon. Ja. Irgendwie, weil die Sendung bin ich immer zu früh oder zu spät. Was? Wenn ich immer das angucken will, dann bin ich entweder zu früh oder zu spät. Schaltest du auch mal erst dann ein, wenn es dann sagt, und bis zur nächsten Folge. Ja, genau. Kennst du das auch? Du schaust dir eine Serie an, dann ist kurz Werbung, du schaltest auf was anderes und dann vergisst du, während du das andere schaust, dass das andere lief. Das ist mir schon auch passiert, bei Navy ist ja echt sogar. Und dann ärgerst du dich so. Weil da ist ja die Werbung immer so komisch. Die erste Werbung, die ist ja so kurz, und die zweite, die ist ja so ewig lang. Ja. Und ich weiß halt einfach, dass es ein bisschen länger ist. Guck einfach das dann an.
bleib bei der Serie. Na, scheiße, 15 Minuten schon. Geh auf die andere Seite. Und das sehen Sie nächstes Mal. Ja. Das fand ich auch mal so sinnlos. Meine Mutter hat früher mal GZSZ angeguckt. Und da war es ja immer so, du hast Werbung gehabt, war ab und zu habe ich es mir mal mit angetan, lief dann Werbung und nach der Werbung kam nur noch 5 Sekunden und dann war die Serie vorbei. Ja. Du hockst praktisch bloß die paar Minuten da, um zu gucken. Ja. Wie es weitergeht. Ja. Ist doch bei alles, was zählt, fast genauso. Der neue Krampf da. Alles, was zählt. Ja, RTL, wa? Ja. Also, wenn man RTL gucken möchte, dann möchte man die nur wegen den schlechten Schauspielern angucken. Ja. Wo man überhaupt nicht, nichts, wo man überhaupt nicht merkt, dass die gespielt sind. Erdbeerkäse. Erdbeerkäse. Wow. Lol. Ich war gerade im Fight, war am Rollen mit Ramos und hab nicht abgebrochen, konnte sogar noch wegrollen. Obwohl ich mitten in den Gegnern stand. Das ist mal was, sagst du. Ist kein Skill, das ist Glück. Ja. Alter. Sieht ja fetzig aus. Ich hatte gestern bei World in the Chamber auf Funville. Hab ich Werbung gemacht? Ja, ne? Nee, eigentlich nicht, weil das ist ja League of Legends und nicht Minecraft. Achso, gut. Das war so richtig krass. Ich komme rein in der Lobby. Auf einmal streiten sich erstmal welche. Richtig lustig, guck erstmal zu. Dann machen die Team. Und während sie Team machen, töten die sich gegenseitig aus Versehen. Echt? Sind ja. Beide gestorben oder? Ja, beide. Hör auf mich zu schlagen, hat denen einen Hieb gegeben, dann der andere, dann wieder der andere. Also, naja, ich hab den einen dann umgebracht. Bin dann erstmal durchgerannt, weil der dann schreiben wollte, oh, Entschuldigung, dass ich dich getötet hab. Hab mir erstmal die Sachen dann geklaut. War ich mal so böse. Und dann habe ich den anderen dann noch getötet, wenn er fertig geschrieben hat. Das war mal ein Teamwork, das wa? Ist Teamwork. Ja. Du Penner, du hast mich angeschossen. Bam! Du hast mich angeschossen. Bam! Das ist immer das, wenn man was gemacht hat, ein Kumpel oder sonst was, und dann will man aber immer eins drauflegen. Und dann kann man einfach nicht aufhören. Selbst wenn man eigentlich quitt wäre, muss der andere weitermachen. Haben das wenig bei Dings gemacht? Bei City Beast? Weiß ich nicht. Du schlägst mich, ich schlag zurück. Du schlägst mich mit einer Kartoffel, ich schlag zurück. Du dann mit einem Steinschwert, ich schlag zurück. Nee, es war Eisenschwert. Oder war es mit Bernie? Mit Early? Bernie. Bernie? Bernie. Bernie. Weiß ich nicht. Bernie. Ach nee, halt, das war doch gar nicht mit Bernie, das war mit. Ja, das war mit dir, mit Olli. Olli war das. Und irgendwann war er mal tot. Alter, wir gewinnen! Oh mein Gott! Das sieht gut aus, obwohl der Wukong am Anfang so scheiße war. Super Ninja, Ninja Turtle. Das sieht so unglaublich geil aus. Ich hab, ich hab eisgeborene Handschuhe und ich kann mich in so eine Art, ich roll mich praktisch ein und roll ganz schnell nach vorne. So, und wenn ich diesen Gegenstand hab, dann habe ich wenn ich eine Fähigkeit aktiviere, einen Hit, der mehr Schaden macht. So, und damit man das sieht, dass man das hat, hat man dann blau leuchtende Hände. Und wenn du dann dich gerade drehst und das drinnen hast, dann sieht das so geil aus, während du rollst, dass du diese blauen Kugeln außenrum hast. Musst du dir angucken.
Ja, ich komme gerade in League of Legends rein, aber es ladet bei mir ewig. Und geiles Update, also Ladebalken unten dran. War der bei dir auch? Was? So ein Ladebalken unter League of Legends. Stand das bei dir auch da? Hab ich gar nicht geguckt. Nicht drauf geachtet, sagen wir es mal so. Tu es mal beenden und mach's nochmal. Nein, nicht mitten im Ranked. Wollte ich auf dein Band. Ich hasse Leute, wenn die Scheiße labern. Was? Ach, der Wukong, der fühlt sich jetzt, weil es jetzt mittlerweile gut läuft. Na? LOL, das ist ein neuer Launcher. Ja, ja. LOL hat den Launcher gewechselt. Früher hat das irgendwie ein separates Unternehmen gemacht und jetzt machen sie es selber. Das sieht verdammt geil aus. Ich finde es besser als der alte. Ja, es sieht auch voll geil aus. Das alte sah immer so popelig aus. Champion. Kann ich mir denn einen freien Champion holen? Oder nein, was? Du hast doch immer, ich weiß nicht mehr, sind das 10? Ich glaube 10. 10 Champions, die du in der Woche free hast zum Spielen. Ach so. Und die wechseln ja jede Woche. Ah ja. Ah, jetzt muss es auch noch updaten, ey. Könnten die nicht den alten da schon lassen? Ja, zugucken wird leider wohl nichts mehr. Hä? Zugucken wird jetzt nichts mehr. Zugucken? Ja, ich wollte zugucken. Zugucken? Ja, kannst ja zugucken. Wer geht denn? Ja, doch. Ja, nee. Warum? Ja, wegen dem Launcher, weil das sich updaten muss. Das dauert erstmal ein halbes Jahr und dann kann ich dir zugucken. Wieso ging mein Spot gerade nicht? Error. Dumm. Alter, ich bin weggekommen. Ich hab gestern. Weiß ich, ich bin ein bisschen gemein. Ich hab gestern jemanden angerufen, weil ich hatte ja auch. Nein! Geld. Achso, ja. Ja, ich hab aufs Geld auch ein bisschen Geld. Hab einen Arzt angerufen und hab gesagt, dass ich die Traitor-Pickeln hab. Die was? Die Traitor-Pickeln, die bekomme ich immer auf Mineville. In der Nähe von Trouble in Mineville. So, was hat er gesagt? Ja, haben sie schon eine Salbe probiert und alles. Also, ja, die hab ich von meinem Apotheker bekommen. Und, sie hat nichts genützt. Ja, wo wohnen sie denn? Ja, in der Nähe von Hive. Ja, wo ist denn halt genau? Das kann man nicht so sagen, das ist in Launcher. Kennen Sie Launcher? Und die so, nee, das kenne ich nicht. Aber sie können ja gerne die Adresse sagen und ich habe gesagt, nee, tut mir leid, ich muss jetzt aufgeben. Die Traitor-Pickel. Traitor-Pickel, guck ich immer Trouble mein will. Ja, du, ja. Nein, bei dem Kumpel, der hat gerade von so irgendwelchen Pickeln geredet, ja. In dem Moment spiele ich Trouble in Mineville mit ihm. Und dann komme ich auf die geilen Traitor. Hat mir gefallen. Hat Spaß gemacht. Hat dir gefallen? Hat mir gefallen. Aber ich muss das Guess-It-Video noch machen. Ach ja. Wär schlau, ne? Weiß ich nicht. Ja, ich muss das so machen. Background-Musik, die ich mir legal bei YouTube heruntergeladen habe. Illegal auf YouTube, ist noch free. Ja, hab ich schon gesagt, also, legal. Also, ich hab illegal verstanden. Bei der Hintergrundmusik lade ich immer bei YouTube runter. Mhm. Mit einem MP3-Konverter. Nee, ohne. Hast Fingerfertigkeit gefragt. Du fummelst das raus. Hm? Keep rolling. Kann es sein, dass du auch gerade isst? Nein. Das ist Onkel. Ich würde niemals während der Aufnahme essen. Ich auch nicht mehr.
Wenn der Amerikaner sich zu verführen möchte, hält bei mir nichts aus. Ich bin der Kannibal, ich weiß. Mhm. Traitor Pickle. Kommt man auf sowas? Gibt alle Private Fox mal in YouTube ein? Nein, nein, nein. Das schaut ihr da nicht an. Klar. Ich habe ja doch hier meinen YouTube-Namen gewechselt. Mhm. Und dann gibt alle Nesto ein. Das ist wieder Werbung für dich gemacht. Ja, weil sie auch überhaupt nicht das Video gucken, während du das sagst, ne? Und abonniert ihn. Das ist so eine Logik, Mann. Boah, Nesto, ey. Meine Mutter hat keine Kinder. Alter, wie wir jetzt die alle kap... Oh. Die haben gewinnen oder verlieren? Gewinnen. Hast du nicht erst gesagt, das ist ein volles Team? Ja, nein, eigentlich bloß der Wukong. Soraka ist gut, also unser Supporter ist gut. Ja. Und der Rest ist eigentlich auch gut. Der Milchreis ist gut. Milchreis? Mhm, der Milchreis. Eigentlich hätte man nur Reis, aber ich nenne ihn immer Milchreis. Milchreis? Mhm. Wo ich immer noch nicht beim Minecraft-Projekt anmelden. Ah, die Krass. Heide, buddy. Okay, das war's mit Raus aus der Elo-Hölle. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.